Korrektheit von Programmen. Wir haben in der letzten Einheit ein Programm ausgeführt und uns überzeugt, dass es für die Eingabe n gleich 4 die Summe der Zahlen von 1 bis 4 berechnet. Ich habe Sie gebeten, zu Hause das auch auszuprobieren für n gleich 5. Und sicher kam da auch das richtige Ergebnis raus. Aber jetzt die Frage: Wie kann man sich sicher sein, dass das Programm für beliebiges n die richtige Ausgabe liefert? Also n ist die Eingabe, wie, und wir möchten jetzt wissen, dass für beliebiges n gilt, das Programm hält mit dem Wert Summe der Zahlen 1 bis n in der Speicherzelle 2. So etwas muss man beweisen. Und das möchte ich Ihnen jetzt an diesem Beispiel vorführen. Also hier ist nochmal unser Programm. Erinnern Sie sich, wie es ablief? Es gab diese zwei Befehle 1 und 2, die wir nur einmal ausgeführt haben, nämlich um 0 in die Speicherzelle 2 zu schreiben. Dann gab es diese Schleife von 3 bis 9, die wir wiederholt durchlaufen haben. Und was wir in dieser Schleifendurchlauf gemacht haben, wir haben den aktuellen Inhalt der Speicherzelle am M1 zu dem M2 dazugezählt und haben das M1 um 1 verringert. Am Schluss der Schleife haben wir getestet, ob der Akkumulator noch positiv ist, und wenn ja, haben wir die Schleife nochmal ausgeführt. Um jetzt zu beweisen, dass das Programm das richtig tut, führen wir einen Induktionsbeweis. Und die Induktionsbehauptung nennen wir in der Informatik meistens Invariante. Invariante, etwas, was immer stimmt, was invariant ist unter der Ausführung. Und hier ist jetzt die Behauptung, dass unmittelbar bevor wir den Befehl 3 ausführen, Folgendes gilt. In M1 steht eine Zahl i zwischen 1 und m. Und in M2 steht die Summe der Zahlen i plus 1, i plus 2 bis n. Sehen wir uns das an, wenn wir die Zeile 3 zum ersten Mal ausführen. Da steht in M1 die Zahl n und in M2 steht die Zahl 0. Und 0 ist gerade n plus 1 plus n, ja, weil das die Summe ist aus keinem Summanden. Also vor der ersten Ausführung von dem Befehl 3 stimmt das. Und jetzt kommt der Induktionsschritt, also das war jetzt gerade die Induktion, die Basis der Induktion. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Wir nehmen also an, dass meine Invariante gilt, bevor wir den Befehl 3 ausführen. Also in M1 steht eine Zahl i, in M2 steht die Summe i plus 1 und so weiter plus n. Im Akkumulator steht irgendwas und der Befehlszähler steht auf 3. Und jetzt werden wir also zeigen, dass diese Behauptung wieder gilt, wenn wir das nächste Mal an den Befehl 3 kommen. Also sehen wir uns an, was machen wir? Wir laden zunächst mal, was in der Speicherstelle 2 steht, in den Akkumulator. Und erhöhen den Befehlszähler auf 4. Dann zählen wir das M1 zum Akkumulator dazu und erhöhen den Befehlszähler auf 5. Wir speichern den Akkumulator in M2. Also in M2 steht jetzt i plus 1 plus und so weiter plus n. Dann laden wir das M1 in den Akkumulator,
erhöhen die Befehlszelle auf 6 und schon auf 7, verringern den Akkumulator um 1, schreiben den Inhalt des Akkumulators in das M1, ersetzen also das I durch I-1 und jetzt im Befehl 9, falls I-1 nochmal größer ist, also falls I-1 größer als 0, dann nach 3. Wenn wir also das wieder nach 3 kommen, bedeutet das, was haben wir dann? In M1 steht I-1 und das ist eine Zahl zwischen 1 und N. Könnte 0 sein, aber wir haben getestet, dass I-1 größer als 0 ist. Also das ist eine Zahl in 1 bis N. Und in M2 steht die Summe I+1 bis N. Also gerade die Summe, die anfängt mit 1 mehr als was in I-1 steht. Also das heißt, wir haben die gleiche Behauptung wieder wie vorher, nur jetzt mit I um 1 kleiner. Ja? Falls wir zum Stopp kommen, dann ist das I gleich 0. Und das heißt, in M2 steht die Summe 1 plus 2 plus und so weiter bis n. Und das heißt, unser Programm ist korrekt und berechnet immer das Richtige. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe, war ein Korrektheitsbeweis eines Programms. Und wir haben ganz klassische Mathematik benutzt, da war nichts Ungewöhnliches. Wir haben einen Induktionsbeweis geführt. Wir haben uns einen Induktionsbehauptung aufgestellt, nämlich, dass vor Ausführung des Befehls 3 immer gilt, in M1 steht irgendeine Zahl zwischen 1 und n, in M2 steht die Summe I+1, I+2 bis n. Wir haben uns überlegt, dass das gilt vor der ersten Ausführung des Befehls, das war die Induktionsbasis. Wir haben uns überlegt, wenn es vor irgendeiner Ausführung des Befehls 3 gilt, dann gilt es auch vor der nächsten Ausführung. Das ist der Induktionsschritt. Also gilt es vor jeder Ausführung von 3. Und wenn wir zu Stopp kommen, dann wissen wir noch zusätzlich, dass I gleich 0 ist. Und das bedeutet, in M2 steht die Summe der Zahlen 1 bis N.